Wiedersehen mit Stargeiger David Garrett. Bild trifft den Rockstar der Klassik in Köln zum Interview mit großen Neuigkeiten im Gepäck. Eine Welttournee steht 2025 an und wir erfahren Intimes aus seiner Beziehung. Denn wir wollen wissen, wer spielt bei ihm eigentlich die erste Geige? Ach, die Musik hat immer noch Priorität. Ich habe das Glück, eine Freundin an meiner Seite zu haben, die das auch akzeptiert, respektiert und die auch das weiß. Das wird sich auch nie ändern. Trotzdem ist für den Meister Geiger in der Beziehung zu seiner Freundin einiges äußerst wichtig. Das Wichtigste ist halt auch, dass man auf einer Wellenlinie ist, dass man wirklich den anderen versteht, die guten, die nicht so guten Seiten, und dass man aufeinander zugeht, sich vielleicht hier und da natürlich die Mühe gibt, sich anzupassen und auch mal Veränderungen vorzunehmen. Aber grundsätzlich muss schon von Anfang an immer klar sein, wo die Prioritäten bei einem liegen, und die darf man auch nicht verheimlichen. Bild fragt, ob seine Freundin ihm auch rät, die Geige mal im Kasten zu lassen. Würde die nie machen. Nee? Nein, die kennen wir doch nicht so gut. Würde die nie machen. Abgesehen davon freut sie sich. Wie schön ist das denn? Die freut sich, wenn ich dann abends arbeite, dann sitzt sie da in seinem Laptop, arbeitet selber und dann kriege ich dann immer noch, wie süß ist das denn, Applaus, wenn ich irgendwie mal eine Tonleiter spiele oder so. Also das ist total süß. Sie findet das toll. Sie mag meine Leidenschaft, die ich in Musik und grundsätzlich im Leben habe, und das fasziniert sie und findet sie toll und ist da echt eine gute, tolle Unterstützung. Doch auf Tour muss David dann doch alleine gehen. Sie hat auch ihr eigenes Leben und hat ihren eigenen Job. Und ganz ehrlich gesagt, sie war auch 2-3 Mal unterwegs mit uns für ein paar Tage. Und nach 3 Tagen hat sie gesagt, das ist mir zu stressig. Ich fahre nach Hause, ich vermisse meine Freunde. Da habe ich gesagt, okay, gut.